Ich bin glaube noch nie so herzlich angesagt worden. Das ist jetzt eben so eine Frau. Anyways, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, mega fest. Wenn ich nicht da wäre, wäre ich wahrscheinlich daheim ein bisschen am Scrollen, so im, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch kennt, zu Luzern sagen wir dem Internet. Und okay, ich habe es ein bisschen lustiger gefunden als ihr. Item. Gut, auf jeden Fall wäre ich mir sicher so ein paar Katzenvideos am Anschauen. Es stimmt wirklich, gestern hat mir der Algorithmus tatsächlich auf YouTube ein Video vorgeschlagen mit dem Titel «Ist das süße Fell nur Fassade? Wollen uns die Katzen an den Kragen?» Eine Verschwörungstheorie, die meiner Meinung nach definitiv wie mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ich meine, das sind ja die wirklich wichtigen Fragen. Und jetzt einfach mal kurz eine Frage an euch. Was habt ihr das Gefühl, wo auf der Welt ist das Video aufgeladen worden? Was, einfach mal so aus Impuls. Wo ist das aufgeladen worden? In der Ostschweiz. Messi, nein, natürlich. Niemand hat gesagt, in den USA, natürlich. Wo auch sonst in den USA? Ich würde sagen, USA und Verschwörungstheorien gehören etwa so zusammen wie weiße Frauen und ein Live, Love, Love, Wand-Tattoo. Item. Auf jeden Fall bin ich irgendwann so in einem Rabbit Hole von Katzenvideos versunken und habe so nach einer Stunde gedacht, fuck you, das war jetzt so gar nicht geistreich gewesen. Und irgendwie musst du jetzt noch etwas mit Inhalt schauen, sonst verblödest du noch. Also habe ich mir eine Folge Bachelor gegeben. Und bevor ihr mich verurteilt für das, come on. Bachelor gehört doch quasi zum Kulturerbe der Schweiz. Also, kennt ihr den Vujo noch? Kennen Sie den Vujo, oder? Okay. Ich würde. Merci, dass der eine mega mitredet. Ja, kennen wir. Auf jeden Fall, ich sage immer, dass ich meinen Kindern mal würde sagen, dass das der DJ Bobo war. Einfach mit seiner Hitsingle. Ihre Augen haben blinket. Für das muss man den Vujo kennen, dass man das lustig findet. Nein, und irgendwie nach so einer Folge Bachelor ist mir dann wie aufgefallen, dass das echt nicht mehr Inhalt liefert als so Katzenvideos. Darum schaue ich die jetzt nicht mehr mit Scham. Aber wo habe ich jetzt mit dieser Story hin wollen? Ja, apropos Pussis. Nach 23 Jahren vermeintlichem Hetero-Sein habe ich jetzt mit 23 einfach entschieden, auch noch Frauen zu daten und nicht nur Männer. Und ich weiss, ihr denkt euch jetzt vielleicht mega cool, Julia, doppelte Menge, doppelte Chance, quasi so the best of both worlds, wenn es Hannah Montana würde sagen. So ist es nicht. Also an dieser Stelle, es ist wirklich mega, mega schwierig, in einer lesbische Beziehung zu sein, muss ich an dieser Stelle kurz sagen, weil ich meine, du kämpfst wie 23 Jahre für den Feminismus, gibst alles für die Emanzipation und da steht gleich immer mindestens eine in der Küche. So. Ja. Ich mache einfach die Jokes, damit ich nachher nicht den Dario noch den ganzen Abend damit belästige. Auf jeden Fall. Ihr könntet. Ich lache immer am meisten meinen eigenen Witz. Auf jeden Fall, könntet ihr euch jetzt denken, ja, Julia, dann gang doch einfach. Weißt du, auswärts zu essen, bestell dir Essen, das können wir halt wie auch nicht, weil wir verdienen ja nicht so viel, wir sind ja Frauen. Das ist der letzte Joke in die Richtung, ich verspreche es euch. Ich lasse das Thema lassen wir jetzt hinter uns. Auf jeden Fall ist es mit den Männern auch nicht wirklich viel besser. Und einfach mal ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben, von all den Männern, die es da draußen gibt, muss ich mich natürlich ausgerechnet in so einen Gymboy verlieben. Einer, der so das Doppelte von seinem Körpergewicht benchpresst, das ist mega nicht benchpresst. Das ist wahrscheinlich. I don't know. Das ist benchpresst. Anyways, und der so oben ohne Spiegel-Selfies auf Insta postet, so wegen Progress. Und dann so in seiner Tinder-Bio so ambitioniert. Das geht noch weiter. Fokussiert. Only the real one knows. No pain, no gain. Business Value, einfach so Wörter, die einfach gar nichts sagen, aber sie stehen einfach dort. Also, Nature Child, Bewegung ist mein Lifestyle. Also, wenn du mit mir beim ersten Date willst, klettern, Fußball spielen, Volleyball spielen, Basketball, irgendwelche anderen Sportarten, ich kenne nicht so viele Sportarten, dann swipe einfach rechts. Und ich weiss, ihr denkt euch jetzt, Julia, swipe bitte einfach nicht rechts. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist es ja gar nicht so ein wichtiger Teil von seinem Leben. Also, weißt du, ich meine, nein. Hört, man darf ja wie nicht sofort ausschliessen. Also, man muss ja also allen eine Chance geben. Oder? Und er war einfach auch mega hot. So richtig hot. Item. Item ist also das Wort, das nur das Grosse sagt. Item. Und nachher habe ich gefunden, ja, weißt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Ich würde mich so ein bisschen von einem Business Value Nature Child inspirieren. Ich meine, ich wäre gerne ein bisschen weniger wie ich. Ich wäre gerne die, die so mit dem Velo zum Arbeiten fährt und am Mittag so Hummus und Knäckebrot genießt und sich so freut über den Avocado-Toast am Sonntagmorgen.
wo so seit Ewigkeiten einen Saftkur durchzieht und während Corona Online-Yoga-Stunden besucht hat, aber am Sonntagmorgen werde ich einfach schlafen, bis es halt verdammt noch einmal nicht mehr Sonntagmorgen ist. Und ja klar, ich wäre gerne die, so mit dir am Samstag auf den Pilatus... Berge in Zürich. Hey, gibt es Berge in Zürich? Ich wäre gerne die, am Samstag mit dir auf den Uetliberg wandert und dich dann am Morgen um 5.30 Uhr beim Verwachen anschaut und «Good morning, Sunshine» singt, aber ganz ehrlich, fick wandern. Sorry. Also nein. Versteht mich nicht falsch. Es ist ja schon nice. Ich verstehe es ja schon, die Aussicht und so. Aber die könnten wir auch genießen, wenn wir einfach mit dem Bändchen 5-mal rauf und runter fahren würden. Anyways, wir haben uns dann gleich getroffen, weil er war eben sehr hot. Und dann haben wir ein Date gehabt, mega schön, alles super. Und dann am Ende des Dates fragt er so, «Hey Julia, machst du eigentlich auch gerne Sport?» Ja, mega. Also, es ist wirklich mega ein wichtiger Teil von meinem Leben. Ja, und dann, wie sieht es aus mit Wandern? Ja, ich liebe Wandern! Oh mein Gott! Wirklich meine Leidenschaft. Also, ich würde so gerne mal auf den Uetliberg wandern. Es wäre wirklich so auf meiner Bucketlist. Auf jeden Fall machen wir dann ab beim nächsten Treffen, dass wir wandern gehen. Er hat gesagt, weißt du, easy. Wir machen so eine Einsteigertour ab. Easy, Julia. Weißt du, einfach ein bisschen spazieren, ein Stündchen, so quasi am See, geradeaus. Ein Spaziergang, hat er gesagt, der Wichser. Nach 10 Minuten gefühlt der 90-Grad-Steigung ist mein Körper nicht mehr Fan von dieser Idee. Ich schwitze quasi den Inhalt vom Zürichsee. Ich schnaufe, als hätte ich Covid und seit 100'000 Jahren keinen Sport mehr gemacht, was auch stimmt. Und mein Gesicht hat etwa die Farbe von einer reifen Pomodoro. Oh, ich muss kotzen. Wir machen hier einen kurzen Schnitt. Es ist zwei Tage später, ich habe Muskelkater. Ich spüre Muskeln, die ich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Was ist das für ein Scheiß? Fick wandern. Ganz ehrlich, nie mehr gehe ich wandern. Fick wandern. Okay. Die Babys hier drin sind richtig am Tschatschen. Anyways. Warte, Moment, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte noch sagen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch erzählen, der Sex, Freunde. Der Sex ist einfach echt nicht einmal so gut gewesen, weil ich verdammt noch einmal Muskelkater hatte. Und zwar an jedem scheiß Körperteil. Ich konnte mich keinen Zentimeter bewegen, ohne zu stehen. Und nicht vor Lust, nein, vor Schmerzen, vor Todesschmerzen. Ich so, nein. Es hat kein weiteres Treffen mehr gegeben. Aber es ist okay, ihr müsst kein Mitleid mit mir haben. Es ist in Ordnung, weil schließlich hat das auch für euch etwas Gutes. Ich bin also immer noch zu haben. Und ihr dürft euch gerne bei mir melden. Von mir aus via Tinder. Und wenn ihr kein Tinder habt, dann am liebsten via Twint. Merci vielmals, das war es von mir. Merci vielmals. Julia Stein.